Wenn Gott es so will. So. Ja. Wie ihr wollt. Zahltag. Denn jetzt werden die eine Serweile nicht mehr gebraucht. Ja, natürlich. Für die Ehre! Keine Angst, ich verstehe was davon. Ein Held ist in großer Gefahr. Für die Ehre! So soll es sein. Jawohl, Herr. Wir gehen den ganz normalen Weg nach oben. So soll es sein. Bei des Hallem. Inshallah. So wird es gehen. Jawohl. Jawohl. Eisen. Wie ihr wollt. Sofort. Na doch, eigentlich kann ich doch noch Ari verwenden. Sie unsichtbar machen und sie nach Schatztruhen gucken. So soll es sein. Ich könnte zwar hier auch abkürzen, aber warum? Ja. Ja, Milord. Folgt mir in den Kampf! Feinde haben einen Held attackiert. Das haben wir gleich. Der Sieg wird unser sein! Wieso gehen die nicht einfach hier übers Wasser? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, natürlich. Wie ihr wünscht. Ja klar, die wären dann nass. Ja. Wie ihr wollt. Aber trotzdem. Lagerfeuer wie an. Wie ihr wollt. Und sich trocknen. Ja, natürlich. Jawohl. So, Pilgrim. Achtung! Gleich macht es Rums! So soll es sein. Ja, Milord. Wie ihr wünscht. Ja. Und jetzt kommen schon die nächsten Gegner. Natürlich. Ja, Milord. Hä? Okay. Jawohl! Du holst sie mal. Ihr könnt ja hier dann abkürzen. Natürlich. Ja. Wie ihr wollt. Sofort. Wie ihr wünscht. Ich glaube, man... Wie ihr ja, wollt. Man könnte auch so abkürzen. Ja, natürlich. Pilgrim, bist du schon da? Nein, noch nicht. Ja, natürlich. Okay. So soll es sein. Jawohl, Herr. Ja. Weitere Räuber aus Aris Bande schließen sich euch an. Wenn ihr meint... Angriff! Einer eurer Helden wird angegriffen. Keine Angst, ich verstehe was davon. Achtung! Gleich macht es Rums! Gut. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Jawohl! So. Angriff! Die habe ich gar nicht realisiert. Inshallah. So wird es gehen. Feinde haben einen Held attackiert. Ja. Wie ihr wünscht. Angriff!
Jawohl, Herr. Sofort. So soll es sein. Gut, da ist eine Schwefelmine. Wilhelm, kannst du? Ja, kannst du? Keine Angst, ich verstehe was davon. Sofort. So, und jetzt kriegt Darin eine neue Rüstung. Aber das ist doch... Dario, seid ihr das wirklich? Cherons Sohn? Barmherziger, ich dachte, ihr wärt schon lange tot. Welche Freude, dass ich das noch erleben darf. Wer seid ihr, ehrwürdiger Greis? Kenne ich euch? Natürlich, verzeiht, ich kenne euch, aber ihr könnt mich nicht kennen. Ihr wart ja damals noch ein kleines Kind. Ich bin Garek, ein alter Freund eures Vaters. Oft habe ich damals mit euch im Schloss gespielt, bevor... Ach... Jetzt lebe ich hier oben auf der Burg. Alleine und zurückgezogen. Aber hört, Herr Dario, es ist eine glückliche Fügung, dass ihr hier seid. General Kerberos wurde von Mordred geschickt, um das Land und die Burg des alten Königs endgültig zu vernichten. Als wäre das noch wirklich nötig. Die Burg ist verfallen und die Leute unten im Dorf haben durch das anhaltend schlechte Wetter kaum mehr was zu essen. Und gerade da greift er mit seiner Armee an. Ihr müsst den Leuten helfen, Herr. Eilt ins Dorf und vertreibt die dunklen Truppen. Vertreibt die Truppen von Kerberos aus dem Dorf am Fuß des Berges. Seit vielen Jahren bewahre ich diese Rüstung eures Vaters auf. Er war ein großartiger König von eurer Statur. Die Rüstung ist einzigartig und makellos. Sie wird euch gute Dienste erweisen. Nun, da ihr hier seid, solltet ihr sie an euch nehmen. Dario hat eine prächtige und neue Rüstung erhalten. Wenn ich mich recht erinnere, waren auf dem Weg hier nach unten auch Feinde. Ja, aber ich kann auch nicht weiterbauen. Wie ihr wollt. Ja, natürlich. Wie ihr wollt. Weitere Räuber aus Aris Bande schließen sich euch an. Da. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Jawohl, Herr. Ich habe euch entdeckt. So kommt ihr uns nicht davon, räudige Hunde! Feinde haben einen Held attackiert. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Achtung! Gleich macht es Rums! Ah! Oh je, meine Verbündeten soll nichts geschehen. In Ordnung. Hey, Salem. Mit Freuden, Sidi. Das wollte Chilias sagen. Für die Ehre! Vorsicht, Kameraden! So soll es sein. Es sei. Wie ihr wünscht. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Der Tag der Abrechnung. Ah, oh, Herr Dario.
Ihr habt es mit euren Freunden tatsächlich geschafft. Das Dorf ist frei. Habt tausend Dank. Durch den Einbruch des Winters können Kerberos Truppen uns nun aber von Westen über den zugefrorenen See angreifen. Wenn es gelänge, den Winter zu beenden und das Eis zu schmelzen, könnte man den Angreifer den Weg zum Dorf abschneiden. Bitte, ihr müsst uns helfen, das Dorf zu verteidigen. Wenn ihr es nicht tut, ich bin zu alt dafür. Hört, Herr Dario. Euer Vater hatte einst Verteidigungstürme an strategisch wichtigen Punkten errichten lassen. Diese wurden bei den Kämpfen zerstört. Aber vielleicht können die Dorfbewohner euch helfen, diese wieder aufzubauen. Daro steht da statt Dario. Auch würde mehr Sonnenschein den Bauern im Dorf helfen, endlich wieder gute Ernten einzufahren. Euer Vater, Dario. Er hatte eine solche Macht. Er konnte das Wetter beeinflussen. Wir auch. Beendet den Winter, verteidigt das Dorf gegen Angriffe. Wollte gerade Angreifer sagen. Also ich hab's erst so gelesen. Toll, jetzt muss Dario unbedingt da sein. Stimmt es sich das jetzt? Wie ihr wollt. Wird erledigt. Hab ich eine Hochschule? Da ist ein Einsiedler, ein Kauz also. Sie muss nachher auch alles verteidigen. Aber gern. Da ist ein Bergmann. Es ist Zahltag. Also ich habe keine Hochschule. Da seid ihr. Wie ihr wollt. Das hatten die so gezahlt. Das kann kein Ungläubiger besser. Stimmt, ich glaube, die waren auch mal dreist gewesen, hier mal hiervon anzugreifen. Wenn ihr Schwefel sucht, oben in der Nähe vom Schloss gab es früher eine alte Mine, aber die wurde verschüttet. Und angeblich hat so ein verrückter Erfinder noch ein paar Vorräte, aber ansonsten schwierig. Da müsst ihr schon gut suchen. Einen alten Erfinder? All eure Leonardo? Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Den werde ich etwas später ansprechen. Jawohl, jawohl. Wie ihr wollt. Bei Mohammed, es sei. So, als erstes Wehrpflicht. Im Leben nicht. Ich bezahle später hier bei den. Nämlich, ich muss natürlich auch hier Eutin Kessel. Achso, 5000 Taler und 1000 Steine. Achso, ich dachte, das kostet auch nur 2000 Taler. Dann hat es eine falsche Erinnerung. Fakt ist, die darf nicht zerstört werden, glaube ich. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich wusste, so soll es sein. Leonardo. Ja, natürlich. Hier gibt es auch was Schickes. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ich habe auch hier eine Schwefelmine gesehen. Das wage ich nicht. Hier gibt es zwar auch eine Eisenmine, aber die sollte ich erstmal noch nicht nehmen, sonst wird sie auch angegriffen. Die ist am besten dann zu nehmen, wenn ich es, also wenn kein Schnee mehr da ist. Ansonsten müsste ich die mitverteidigen und das möchte ich erstmal noch nicht. Also jetzt noch nicht am Anfang hier. Dazu brauche ich Pilgrim. Er wird. Kann ich so lange die nehmen? Gleich macht es Rams! Wenigstens gibt was Alternatives. Jawohl. So. Ihr kriegt auch einen Bauernhof. Ihr könnt schon mal Holz lieber als abbauen. Das. Die vier sind noch nicht angekommen. Ausbau fertig. Die Burg ist jetzt fertig. Was ist das denn?